Nächster Redner, Tino Chrupalla von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! Wie Professor Hessenkepper schon angedeutet hat, sind die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen des groß angelegten Sozialexperiments, auch Flüchtlingskrise genannt, eine finanzielle Belastung für unser Land, für unsere Wirtschaft, die von der Regierung schlichtweg geleugnet wird. Die unmittelbaren Kosten für dieses Experiment trägt größtenteils der deutsche Steuerzahler. Der Kollege Hessenkemper hat die Zahlen bereits genannt. Kurioserweise werden neuerdings ausgerechnet wirtschaftliche Gründe ins Feld geführt, um die Massenmigration nach Europa zu rechtfertigen. Es ist aber wohl kaum die deutsche Volkswirtschaft, die davon profitiert. Frau Merkel bestätigte gestern, dass unsere Regierung die Internationale Organisation für Migration, IOM, intensiv unterstützen möchte. Damit macht sie den deutschen Steuerzahler zum Handlanger des internationalen Menschenschleusertums, der auch seinen eigenen Untergang finanzieren darf. Der IOM hat seine Pläne bereits schriftlich niedergelegt, nämlich im Global Compact on Migration, der noch dieses Jahr von den Regierungen unterzeichnet werden soll. Die entsprechenden Dokumente präsentieren die Verschiebung ganzer Völkerschaften über den gesamten Erdball als neue Normalität, von der wir alle profitieren würden. Die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten der UN aus dem Jahr 2016, selbstverständlich in der Sprache der Humanität verfasst, gibt uns einen Vorgeschmack, was da auf uns zukommt. Ich weiß gar nicht, wie man den Geisteszustand nennen soll, der sich in diesem Schrifttum manifestiert. Die Bekämpfung von Fluchtursachen steht definitiv nicht im Mittelpunkt dieser Dokumente. Frau Merkel, Sie verschleiern die Wahrheit, wenn Sie das so darstellen. Die Kollateralschäden dieses weltumspannenden Völkerwanderungsexperiments werden achselzuckend in Kauf genommen. Man könnte fast meinen, sie seien gewollt. Macht sich bei den Grünen eigentlich jemand Gedanken über die ökologischen Konsequenzen der Massenmigration in ein hoffnungslos übersiedeltes Land, wie Deutschland es mittlerweile ist? Ich weiß, Gedanken und Grüne, das passt nie zusammen, das ist mir schon klar, ja? Herr Minister, macht sich jemand Gedanken darüber, was es für traditionsreiche mittelständische Unternehmen und vor allem für die vielen Handwerks- und Innungsbetriebe bedeutet, wenn sie genötigt werden, minder qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden, die aus Kulturen kommen, die größtenteils ein völlig anderes Verständnis von Präzision, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit mitbringen. Der von der UN und anderen Regierungsorganen aufwendig beworbene Bevölkerungsaustausch fußt auf äußerst fragwürdigen wirtschaftlichen Berechnungen und Voraussagungen internationaler Beratungsfirmen. Die Boston Consulting Group behauptet zum Beispiel, dass Deutschland im Jahr 2030 10 Millionen Arbeitskräfte zu wenig haben wird und deshalb dringend Humankapital aus dem Ausland benötigt. Ich bin persönlich sehr skeptisch, was solche Prophezeiungen angeht. Wurden bei der Hochrechnung unsere vielen Arbeitslosen berücksichtigt oder die steigenden Geburtenraten, die aktuell bei den Deutschen zu verzeichnen ist, oder die Digitalisierung, durch die viele Arbeitskräfte verloren gehen werden? Frau Merkel will ja alles digitalisieren. Was zu digitalisieren ist, hat sie ja gestern hier erläutert. Würden Sie bitte an Ihre Rede. Ich komme zum Ende. Vielleicht könnte man sich auch mal fragen, wie man die vielen hochqualifizierten Deutschen, von denen jedes Jahr 150.000 unser Land verlassen, dazu bringt, hier zu bleiben. Das sind die wirklichen Fachkräfte. Mit hohen Steuersätzen, hohen Sozialbeiträgen, erstickender Bürokratie, Denkzwängen, zersiedelten Landschaften und einer zutiefst antideutschen Kulturpolitik sicherlich nicht. Würden Sie bitte an Ihre Redezeit denken? Der letzte Satz. Frau Merkel setzt das Geschäftsmodell mit den Flüchtlingen in Deutschland vorbildlich um und reißt ganz Europa mit in den Abgrund. Damit wissen wir auch, was Merkel 4.0 für uns bedeutet. Zum vierten Mal eine Null. Und das war's. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte zu Wirtschaft.